In dieser Klausuraufgabe geht es um die Beschreibung eines idealen Zwei-Komponentensystems. Methan und Ethan bilden in der Gasphase und in der Flüssigphase ideale Mischungen. Berechnen Sie die Siedepunkte der reinen Komponenten und skizzieren Sie das Siedediagramm bei einem Druck von 2 bar. Welche Zusammensetzung hat eine flüssige Mischung, die bei einem Druck von 2 bar bei minus 100 Grad Celsius siedet? Welche Zusammensetzung hat die Gasphase über dieser siedenden Mischung? Wir berechnen zunächst die Siedepunkte der reinen Komponenten. Dazu setzen wir in die Antoinische Gleichung für den Druck 2 bar, also 200.000 Pascal ein und lösen nach den entsprechenden Temperaturen auf. Sodann berechnen wir die Dampfdrücke bei minus 100 Grad, indem wir 173,15 Kelvin in die Antoine-Gleichung für beide Komponenten einsetzen. Nach dem Rauschschen Gesetz ist der Dampfdruck vom Methan in der Mischung gleich 1,7 bar mal den Molenbruch vom Methan. Der vom Ethan in der Mischung ist 0,2 bar mal den Molenbruch vom Ethan. Insgesamt addieren sich die Dampfdrücke dann zum Außendruck, also zu 2 bar. Daraus erhält man den Stoffmengenanteil des Methans in der flüssigen Phase. Letztendlich erhalten wir ein Siedediagramm dieser idealen Zweikomponentenmischung, das wie folgt aussieht. Wir haben die Siedepunkte der reinen Komponenten rechts und links in diesem Diagramm eingezeichnet. Wir haben zwei Verbindungslinien zwischen diesen Siedepunkten, einmal die Siedelinie unten und einmal die Taulinie oben. Beide Kurven haben weder Maximum noch Minimum.